Liebe Mitchristen, tröstet, tröstet mein Volk. Mit dieser Aufforderung beginnt die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, die wir heute gehört haben. Tröstet, tröstet mein Volk. Wir können uns fragen, wo habe ich in meinem Leben Trost gebraucht? Wo brauche ich Trost? Wo habe ich Trost gefunden? Wo noch nicht? Und wo konnte ich jemanden trösten? Zum Trost gehört erfahrbare Nähe und Wärme, tiefes Mitgefühl, Verständnis, bedingungslose Annahme und die tiefe Erfahrung, ich bin nicht allein, ich bin nicht verlassen, ich darf leben und weitergehen, so wie ich bin. Mein Leben hat einen Sinn. Ich darf anderen vergeben. Wer Trost erfährt, der darf und kann all seine Gefühle zulassen. Sie kommen und wieder gehen lassen. Er muss keine Angst haben vor Ablehnung. Er darf ganz zu sich selbst kommen. Echter Trost schenkt Halt und Geborgenheit. Echter Trost stärkt und ermutigt, das Leben so wie es ist anzunehmen. Trost eröffnet neue Perspektiven und Wege. Trost führt heraus aus Isolation und zerstörerischer Selbstverachtung. Trost bewahrt einem davor, in Selbstmitleid zu versinken und zu erstarren. Trost gibt es nur von Herz zu Herz. Und deswegen heißt es in der Lesung auch nach der zweimaligen Aufforderung, tröstet, tröstet mein Volk, redet Jerusalem zu Herzen. Das ist heute mein Auftrag als Prediger, euch, dem Volk Gottes, zu Herzen zu reden. Euch nicht nur Worte mitzugeben, die den Verstand betreffen, die es verstehen heißt, sondern eine Botschaft, die tiefer geht, die das Herz ergreift. Trost ist nicht zuerst eine Sache des Verstandes, sondern des Gefühls. Denn der Trost heilt die verletzten Emotionen und er befähigt zu einem neuen Denken und Tun von innen heraus. Gott will, dass seine Botschaft unsere Herzen erreicht und verwandelt. Gott will jedem von uns Trost schenken. Und zwar dort, wo er ihn am meisten braucht. Er will uns annehmen, wo wir uns selber nicht annehmen können. Er will uns nahe sein, wo wir noch keine Nähe zulassen.
Er will uns alles vergeben. Vor allem das, was wir glauben, das nicht vergeben werden kann, was wir uns selber nicht vergeben. Er will uns ermutigen, aufzustehen, neu zu beginnen, uns zu öffnen für das Leben und die Freude. Wer Trost erfahren will, der muss sich dem Tröstenden öffnen. Einen Zugang erlauben in die Wüste und Steppe, in das Gekrümmte, in das, was einem wehtut und belastet. In das eigene Versagen, in das Nicht-Verzeihen, in das Nicht-Annehmen und Loslassen können, ja, in die Angst. Der Advent lädt uns ein, dem tröstenden Gott zu begegnen. Vielleicht ist Gott gerade deswegen in einem armseligen Stall Mensch geworden und nicht in einem blitzeblanken Palast, damit wir Mut haben, ihn einzulassen in unsere Armseligkeit. Wagen wir Glauben und Vertrauen? Haben wir den Mut, unser Leben vor ihm und mit ihm anzuschauen, es neu zu sehen, es neu zu lieben? Gerade die Beichte vor Weihnachten ist eine gute Gelegenheit dazu. Es ist zwar heute erst Nikolaus, aber ich denke, dass viele von uns schon gefragt worden sind: Was wünschst du dir eigentlich vom Christkind? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Das hat sie schon gefragt worden. Und ich denke, ihr wisst das auch schon, was ihr euch wünscht, oder? Vielleicht machen wir es heute mal andersrum. Stellen wir Gott die Frage: Gott, was wünschst du dir eigentlich von mir zu Weihnachten? Gar keine so einfache Frage. Gott, was wünschst du dir eigentlich von mir zu Weihnachten? Und genauso dürfen wir Gott aber sagen, was wir uns von ihm zu Weihnachten wünschen, was wir erbitten, tief in unserem Herzen. Ein Geschenk, das der Herr uns heute anbietet, ja verheißt, ist tiefer, heilender Trost. Ein Trost, der zum Ausweg wird aus seelischer Wüste und Steppe. Die Lesung aus dem Buch Jesaja endet mit dem Bild des Hirten, der die Lämmer an seiner Brust trägt. Normalerweise kennen wir das Bild vom Hirten, der das Lamm auf seinen Schultern trägt. Aber jetzt trägt er das Lamm an seiner Brust, er drückt es an sein Herz. Und da ist von einem Hirten die Rede, der nicht nur ein Lamm an die Brust drückt, an der Brust trägt, sondern alle Lämmer. Und da wird schon deutlich, hier geht es um Gott, hier geht es um Jesus. So wie dieser Hirt die Lämmer an seinem Herzen trägt, so trägt Jesus uns an seiner Brust. Chefsache. Auch wenn du dir noch so klein
und unbedeutend vorkommst. Wenn wir in kurzer Zeit Weihnachten feiern, die Menschwerdung Gottes, dann darf uns das neu aufgehen, dass wir Gottes Herzensangelegenheit sind. Um unseretwillen, um uns wirklich menschlich nahe zu sein, um uns zu trösten von Herz zu Herz, steigt er vom Himmel herab und wird ein kleines Menschenkind. Nehmen wir dieses eigentliche Geschenk von Weihnachten an. Die unendliche Liebe unseres Gottes, die uns zu Herzen gehen will, die unser Herz nicht nur ein wenig betütteln und anrühren will, sondern es durch und durch ergreifen, erfüllen, ja entflammen möchte. Der Herr will uns mit den Ketten der Liebe an sich ziehen, durch nichts anderes. Amen.